Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Kruft und wir gehen die zweite Etappe des Eifel-Camino nach Mayen. Die Strecke ist 14,6 Kilometer lang und es geht ca. 280 Höhenmeter hoch und 150 Höhenmeter runter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die zweite Etappe dieser Pilgerwanderung ist, dann bleibt dran! Wir befinden uns gerade im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen und kommen zum Zwischenfazit. Ja, bisher geht es wieder fast ausschließlich nur über Asphalt. Es gibt auch jetzt nicht so viel Spannendes, also es gibt auf jeden Fall genügend Möglichkeit, während der Wanderung, wenn man sie jetzt unter religiösen Aspekten geht, etwas in sich zu kehren und man hat auf jeden Fall genügend Zeit zur Kontemplation. Jetzt für so richtige Wanderliebhaber und Abenteurer ist es natürlich ein bisschen mau. Ja, und wo wir gerade bei den religiösen Aspekten sind, was uns vielleicht bisher am besten gefallen hat, das war der kleine Wallfahrtsort Fraukirch. Da gab es auch eine kleine Kirche, die uns ganz gut gefallen hat. Die war relativ schlicht, aber trotzdem gab es einen schönen Altar. Und da konnte man sich auf jeden Fall ein paar Minuten einfach mal hinsetzen und einfach mal ein bisschen so die Gedanken schweifen lassen. Naja, jetzt freuen wir uns mal auf den zweiten Teil der Strecke.
Wir befinden uns am Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als ein ganz einfach zu gehender Weg. Es geht hauptsächlich eigentlich über Asphalt. Es gibt bis auf den Schlussanstieg eigentlich auch kaum Steigungen. Als Tipp würden wir geben, bei warmem Wetter auf jeden Fall Sonnencreme einzupacken. Sonst geht es euch nämlich wie uns und ihr bekommt einen Sonnenbrand. Und ein weiterer Tipp wäre, dass wir persönlich es eigentlich schöner fänden, wenn man die Strecke vielleicht mit dem Fahrrad fährt. Da geht es auch etwas schneller rum. Ja, was uns nicht gefallen hat an dieser Strecke, ist auf jeden Fall der extrem hohe Asphaltanteil mal wieder. Es gibt auch einen kurzen, geschotterten Anteil, aber ansonsten geht wirklich alles über Asphalt. Und dann wirklich die monotone Wegführung, inklusive noch dem Autolärm. Das hat uns alles rundherum nicht so wirklich gefallen. Ja, Highlight war für uns auf jeden Fall Fraukirch und da eben auch diese schöne Kirche. Und dann fanden wir auch noch das Naturschutzgebiet sehr schön. Da gab es wirklich ganz schöne Abschnitte. Und zwischendrin gab es auch immer wieder schöne Rundumblicke in die Eifel. Unter dem Strich erhält die Wanderstrecke rein unter dem Wanderaspekt leider heute nur 2 von 10 Punkten. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann wisst ihr ja, worüber wir uns freuen würden. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.